Hey, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und seit meinem letzten Video ist so einiges an Zeit vergangen. Aber das hat auch einen Grund. Ich starte jetzt hiermit ein neues Projekt. Ich bin gerade außer Puste. Ich weiß auch nicht warum. Bei meinem neuen Projekt handelt es sich um ein Balkonkraftwerk oder, um es fachlich auszudrücken, ich glaube, das schimpft sich sogar steckerfertige Erzeugungsanlage. Und das wird uns jetzt hier eine ganze Weile beschäftigen. Das heißt wiederum, dass wir uns gemeinsam hier anschauen werden, für was für eine Anlage ich mich entschieden habe und von wem. Obwohl, das kann ich auch gleich sagen, die ist von Privat. Ich habe die mir auch schon bestellt. Lieferzeit dauert natürlich ein bisschen. Und um welche Anlage es sich dann von Privat genau handelt, das sehen wir dann, wenn sie da ist, oder beziehungsweise das behandeln wir dann, wenn sie da ist. Aber als ersten Schritt wollte ich natürlich erstmal herausfinden, was habe ich für einen Stromverbrauch hier? Es wäre jetzt ganz einfach gewesen, man schreibt sich das alles vom Stromzähler auf, aber dann hätte ich jetzt nicht den Verbrauch, den ich tagsüber mache, wenn ja die Sonne scheint. Und das wollte ich herausfinden. Und habe da mal ein bisschen mich erkundigt, wie man das ja machen kann. Und bin dann auf ein Gerät gestoßen, was sich Shelly 3EM schimpft. Und mit diesem Gerät kann man dann ja drei Phasen kontrollieren oder überwachen, wie da der Stromfluss ist. Da gibt es dann so ja Klemmen. Ich blende das mal hier alles ein, mit dem man da, die man dann halt über die einzelnen drei Phasen, die ja im deutschen Stromnetz vorhanden sind, stülpt. Wichtig ist da nur, dass man diese direkt hintern Stromzähler anbringt, damit auch der gesamte Stromkreislauf im Haus oder in der Wohnung, je nachdem, auch gemessen wird. Und ja, das habe ich getan und das läuft jetzt schon ein paar Wochen. Angeschlossen habe ich den nicht selbst, da habe ich mir, ich sag mal so, jemanden organisiert, der sich mit der Materie Strom und sowas auskennt. Ich meine, ich kann auch ja Steckdosen anbringen und sowas, aber alles, was mit Sicherungskasten zu tun hat, da bin ich ganz vorsichtig, das habe ich mir dann einbauen lassen. Ich verweise da auf YouTube, da könnt ihr ja mal eingeben, Shelly 3EM, und da findet ihr viele Videos dazu, wie man dies einbaut und was man damit alles machen kann. Wie gesagt, ich habe das jetzt schon seit einer Weile laufen und weiß jetzt so ungefähr, was ich ja von morgens Uhr bis 6 bis, sagen wir mal, 18 Uhr, je nachdem, verbrauche. Interessanterweise ist das nicht so viel wie erwartet. Ich liege da zwischen ja 100 bis 135 Watt, sage ich jetzt mal, gesamt pro Stunde. Das heißt, eine Balkonanlage, eine steckerfertige Balkonanlage wird betrieben mit 600 Watt Wechselrichter. Also es ist ein, schimpft sich dann Mikrowechselrichter, der halt den Strom in das Hausnetz dann einspeist, den man auch gleich verbrauchen sollte. Ansonsten fließt das in das öffentliche Netz und man bekommt keinen Cent dafür, also man verschenkt das. Schön wäre es natürlich gewesen, wenn es rückwärts drehende Zähler geben würde oder gibt, so dass man quasi, ja, wie so ein Puffer hätte, wie so ein, ja, Speicher, den man dann abends wieder abrufen kann. Aber okay, ist halt so. Das Einzige, was jetzt helfen würde, wäre eine, ja, wäre ein Speicher, den man noch zusätzlich anschließt und dann halt nachts abgibt. Aber das ist ein Thema. Puh, damit will ich mich jetzt erstmal nicht befassen. Vor allen Dingen ist das auch ein teures Thema. Wie dem auch sei, ich würde mich freuen, wenn ihr mich bei diesem Projekt wieder mit begleiten würdet. Und wie gesagt, in dem nächsten Video schauen wir uns die Anlage an. Dann werden wir sie auch aufbauen, pflegen die ins Netz ein und ja, schauen uns die Werte an, was produziert sie und so weiter und so fort. Eins muss ich natürlich sagen, ich habe hier nicht gerade die optimalsten Verhältnisse für eine PV-Anlage.
Aber ich hoffe mal, dass ich trotzdem genug, sagen wir mal, produzieren kann, um zumindest den Grundbedarf zu decken. Das würde auch schon im Jahr so einiges an Geld sparen. Wie dem auch sei, das ist jetzt mein nächstes Projekt. Da wird es wohl einige Folgen geben. Und ja, bis jetzt die Anlage gekommen, werden jetzt nochmal 2 Wochen vergehen. Deswegen wird es bis dato dann erstmal wieder eine Weile dauern, bis das nächste Video hier auf meinen Kanal kommt. Und wie schon gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr mich bei diesem Projekt begleiten würdet. Und deswegen wäre es schön, wenn ihr mich vielleicht abonniert. Und ich würde jetzt erstmal sagen, sind wir soweit durch. Wie gesagt, wer sich für diese Shelly jetzt auch noch interessiert, ne, schaut erstmal auf YouTube bei den Leuten vorbei, die ausführlicher getestet haben. Weil, wie gesagt, ich kann da nicht groß was machen, weil ich habe es mir nicht zugetraut, die in den Sicherungskasten einzubauen. Ich habe mir da Hilfe geholt. Und jeder, der sich das auch nicht zutraut, sollte es auch nicht alleine machen. Das ist Strom und vor allen Dingen da im Sicherungskasten. Das ist echt lebensgefährlich. So, ich würde sagen, wir sind jetzt auch schon durch. Und ich freue mich dann, wenn wir uns dann zum nächsten Teil Balkonkraftwerk oder Projekt Balkonkraftwerk hier uns wiedersehen. Und bis dato sage ich jetzt erstmal, Leute, macht's gut und wir sehen uns im nächsten Video hier auf meinem Kanal. Also dann, ciao!